Hallo und herzlich willkommen bei lorline.de. Mein Name ist Eglis, wir machen Erfolg Superbogen. Wir holen uns jetzt den Bogen, das ist eine neue Waffe. Ihr kriegt den in der Testzone Unterwelt 3. Ihr kriegt 5 Erfolgspunkte außerdem. Allerdings gibt es eine Voraussetzung, die ihr erfüllt müsst. Ihr braucht nämlich die Saatgutproduktion unter 3. Ihr kriegt dafür auch 5 Erfolgspunkte. Den Erfolg haben wir schon vergeidet, den seht ihr entweder bei uns auf der Seite oder aber in der Videobeschreibung. Und wir starten hier im Eingangsbereich. Wir legen uns hier den Checkpoint fest, falls wir sterben sollten, aber das sollte nicht passieren. Wir laufen geradeaus hier an dem Choya-Bergarbeiter vorbei, hier auf den grünen, auf die grüne Sphäre zu. So, hier einmal durch die Unterwasserpassage. Schauen wir doch mal. So. Der Sprung klappt nicht immer. Das war jetzt pures Glück. Kann nämlich auch an der Kante abgleiten. So, das hier dauert einen Moment. So, jetzt hier auf den Sprungpilz. Warum laufen wir hier entlang? Wir müssen in den Shop. Wozu in den Shop? Naja, die Saatgutbeutel aus Saatgutproduktion, die sind sinnvoll, die sind gut. Wozu? Ihr bekommt damit einen neuen Gegenstand. Und zwar hier in diesem Shop. Tada! Wir sprechen und wir gönnen uns hier Choya-Sprachführer. 3x Choya-Samen, deswegen 3 Beutel. Nehmen wir mit. Cool. Hammer. So, wir sind beim letzten Checkpoint hier draußen. Kurz vorm Boss und jetzt gehen wir einfach hier rein. In den Shop. Und tada! Auf einmal verstehen wir die Choya-Bergarbeiter. Ist das nicht toll? Und wir können den Bogen einfach so haben. Tada, 5 Erfolgspunkte auf euer Konto. Viel Spaß beim Nachmachen, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.